Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier Odyssee im Auftrag des Königs. Wir haben ja letztes Mal mit dem Dorfvorsteher gesprochen, von wegen hier Geldreserven. So, genau, ich hätte endlich auch 3000 Münzen habe ich dabei und damit kann ich jetzt den Kossa angehen. Ich will gerade mal schauen, was wir hier alles noch machen können, müssen, tun. Roshan Zauber sucht, das wird dem Korsaren offiziell sicher interessieren. Okay, dann begeben wir uns wieder zu den Korsaren. Kurz mal schauen, wie das jetzt eigentlich aussieht. Also wir haben ja jetzt das Geld dabei. Allerdings in Säcke gepackt und ich glaube, wir sollten die auch nicht öffnen. Ich weiß nicht mal, ob das geht. Das dürften die hier sein. Schwerer Beutel, sehr viel Gold. Hat nur einen Wert von 10. Sprich, dass man damit nicht wahrscheinlich damit dann 3000 Gold machen kann, was man will. Da kann man sie nämlich nur für 4 bis 5 Gold verkaufen oder 2 oder 3 oder so, keine Ahnung. Ist im Prinzip auch nicht wichtig, denn wir haben ja 17.000 und ich weiß nicht, ich schätze mal, das sollte eigentlich jeder in dem Dreh hinbekommen, wenn er denn so fleißig sammelt und Nebenquests macht wie wir. So, jemand hatte gemeint, er hätte eventuell was hier oben auf dem Berg gesehen. Und da gucke ich direkt nochmal nach. Selbst wenn es nicht stimmt, ist ja auch nicht so schlimm. Ich muss nur gucken, dass ich hier gescheit hochkomme, aber ich glaube, hier hinten rum kann man hoch, ja. Nein, aber da, komm. Ist hier nun was, ja oder nein? Scheint nicht so. Vielleicht meinte derjenige auch eine andere Stelle. Ich, oh. Ach. Vielleicht meint er auch eine andere Stelle. Keine Ahnung. Ich wollte nur noch mal schauen. Auf jeden Fall sehe ich jetzt gerade nichts hier oben. Na, ist ja auch wurscht, wie gesagt. Jetzt versuchen wir hier noch einigermaßen sicher runterzukommen. Ja, das sieht gut aus. Ah, okay, nichts passiert. Auf zu den Korsaren. Ich überlege nur. Okay, ja, okay. Naja, okay, also wir geben es dem Schatz jetzt erstmal ab, oder das heißt, geben es ab. Wir werden die Quest jetzt erstmal fortführen. Das mit dem Informationen über Roche will ich auch machen. Eigentlich wollten wir den Roche ja eigentlich auch treffen. So, ne? Eigentlich. Ah, das Standbild, wie immer. Und das ist jetzt unpraktisch. Egal. Mal schauen, ob irgendjemand was Neues hat. Nein, handeln brauchen wir nicht. Der hat keinen Namen, das heißt, er ist unwichtig. Erik. Der geht auch nur. Okay, gut. Dann reden wir einfach mal mit dem Offizier, der lustigerweise auch keinen Namen besitzt. Speichern ihn direkt mal ab. Wo ist denn der? Ja, ist nur der Captain. Ist er das da? Ne, ist ein normaler Korsar. Ist der vielleicht hier unten? Ach, guck mal her, der schläft. Hey, du! Da habt ihr das Gold. 3000. Bist du jetzt zufrieden? Ja, sehr gut. Du bist ein ganz brauchbarer Bursche. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Geh nun zu Björn. Ich werde inzwischen das Gold zählen. Sollten es aber nicht 3000 Münzen sein, dann wirst du mich kennenlernen. Okay. Jetzt noch das mit Informationen über Rusch. Halt nicht. Nix. Steh wieder auf, du Penner. Wir waren noch nicht fertig. Legt sich auch wieder hin um 9.17 Uhr. Ich glaube, es hängt. Ich hätte Informationen über Roche. So, berichte. Er sucht einen Zauber. Irgendeinen besonders starken. In der Kapelle. Verdammt, das müsste sofort Björn berichten. Und sonst? Eins, zwei. Das soll schon sein. Geh jetzt. Ich hab zu tun. Verdammt, ich muss noch mal von vorne anfangen.
Okay, der ist im Geldzählen beschäftigt. Wir müssen jetzt ja so oder so zum Captain. Wir nehmen jetzt mal hier den coolen Weg. Ganz harter. So, Björn. Hör mal auf zu trinken, wir haben ja Wichtiges zu berichten. Nochmal, ich würde gerne ein Korsar werden. So, so. Hat dich dann auch mein Offizier geschickt? Ja, ich soll dir sagen, dass er zufrieden mit mir ist. Schön, wir können tüchtige Leute gut gebrauchen. Ich kann also anheuern. Kommt darauf an. Wärst du auch bereit, gegen die Söldner zu kämpfen? Warum nicht? Ich habe sogar eine wertvolle Information für dich. So, was denn für eine? Es geht um Rosch. Um Rosch, die Söldnerratte? Dann warst du im Dorf, sehr gut. Also los, was weißt du? Spuck schon endlich hier aus. Rosch will anscheinend einen großen Zauber hier auf der Insel finden. Habe ich zumindest im Dorf gehört. Was? Verdammt, das muss Zion unbedingt erfahren, sonst... Zion? Wer ist das? Zion ist einer der Schwarzmagier, die... Aber halt, das musst du nicht wissen. Nur so viel. Wir haben von unserem Captain Mendoza den Auftrag bekommen, Zion zu beschützen. Da es auf dieser verfluchten Insel, wo nicht viele Zauber geben wird, wird Rosch wahrscheinlich hinter demselben her sein wie der Magier. Verstehe. Was ist das denn für ein Zauber? Keine Ahnung, irgend so ein Zauber eben. Zion wird ganz schön sauer werden, wenn er davon erfährt. Davor hat er alles geheim zu halten. Ich möchte jetzt nicht der Unglücksrabe sein, der ihm diese Nachricht bringt, denn... das kann ja auch ein anderer machen. Du bist angehört. Und ich habe schon gleich den ersten Befehl für dich. Was soll ich tun? Unser Magier hat nach einem Aquamarin verlangt. Und einer unserer Männer konnte glücklicherweise hier einen auf der Insel finden. Nimm ihn jetzt und bring ihn sofort zur Zür. Dabei kannst du ihm gleich erzählen, was Rosch vorhat. Wie? Habt ihr ihm das noch gar nicht mitgeteilt? Nein, würde vergessen. Darum wird es jetzt höchste Zeit, also beeil dich. Ja, alles klar. Wo finde ich Zion? Rosch, natürlich in der Kapelle. Und wie komme ich da rein? Rede mit seiner Leibwache Gregor. Er wird dich dann zu Zion lassen. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt Informationen über Rosch und der Schatz des Dorfes erledigt. Das sind ja übrigens relativ kleine Quests auf der Insel. Nochmal so als Randbemerkung. Ja, der Weg zu Rosch. Gut. Der Weg zu Rosch ist bei uns immer noch versperrt, mehr oder weniger. Haben wir auch gerade jetzt noch was anderes? Korsan auf Adamus. Okay, gut, die sind jetzt relativ unwichtig. Das haben wir auch erledigt, okay. Schwarzmagier Sion ist jetzt mehr oder weniger primär. Werden wir das dann wohl mal machen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich speichere mal kurz ab, ne? Sicher ist sicher. Ist in der letzten Folge ein bisschen viel Unheil geschehen. So, gehen wir mal hier an der Seite hoch. Wobei ich muss sagen, es gibt ja so eine Art... System-Patch oder Fix für die Odyssee-Mod und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat jetzt schon einiges die Stabilität um einiges steigern können, also das nur mal so nebenbei bemerkt, falls ihr Probleme habt mit der Modifikation, die euch oft abschmiert, der dazugehörige System-Patch, Fix, was auch immer, der ist hilfreich, also zumindest bei mir hat das geholfen, falls einen interessiert, Windows 7 64-Bit-Version habe ich und es läuft einwandfrei, also klar, ein paar Bugs gibt's immer, ist halt Gothic, aber das nur so nebenbei mal am Rand bemerkt. Björn schickt mich. So? Ich kenne dich ja gar nicht. Björn hat mich in eure Mannschaft aufgenommen. Kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Nee, keine Lust extra wegen sowas zum Schiff zu laufen. Wird bestimmen, was du sagst. Was willst du? Ich soll zu Zion. Kannst du mich in die Kapelle teleportieren? Ja, ja. Wenn es unbedingt sein muss... Verdammt, warum musste Björn ausgerechnet mir diesen blöden Job geben? Wow, wir werden einfach rein teleportiert. Leute, ist so schwer, einfach die Tür aufzumachen, oder... Oder wie, oder was? Oh, das sieht doch interessant aus da vorne. Mensch, wir hatten hier einfach die Rüstung umgeschmissen, was soll denn das?
bevor ich mit dem rede. Lies erstmal, was der hier so aufgeschrieben hat. Oder was halt in der Kapelle sich so befindet. Verstehe. Auf jeden Fall ein bisschen magisches Wissen. So. Das sieht echt interessant aus. Kann ich irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Dann babbel ich halt mal mit dem. Ich grüße euch, Meister Zion. Ich habe ein Aquamarin für euch. Sehr gut. Gib her und entferne dich. Moment, bleib stehen. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Bin neu. Jörn hat mich in seine Mannschaft aufgenommen. So? Na, von mir aus. Begib dich zu Kayo und frag ihn, wie man ein Aquamarin aufladen kann. Ich halte ihn hinter der Kapelle gefangen. Aber... Kein Aber. Entferne dich. Rede mit Gregor, falls du wieder hier rein willst. Ich muss jetzt erstmal dieses verdammte Buch finden. Sagt mal, Meister Zyrn, könnte ich bei euch vielleicht etwas Magie lernen? Was? Du willst Magie lernen? Du? Ein Korsar? Wieso denn das? Ich bin ein Anhänger Belias und wollte schon immer seine magischen Künste lernen, aber... Aber was? Aber ich habe bisher noch nie so einen großen Magier wie euch gefunden, Meister Zyrn. Vielleicht könnte ich einen Schüler gebrauchen. Allerdings werde ich nicht lange auf dieser Insel bleiben und mitnehmen kann ich dich auch nicht. Aber na schön, da du ganz richtig erkannt hast, dass vor dir einer der größten Magier Belias steht, will ich mal gnädig sein und dir einige Zauber der ersten beiden Magiekreise beibringen. Ich danke euch, großer Meister. Schon gut. Wenn du willst, können wir sogleich mit dem Unterricht beginnen. Leere Blätter für Spruchrollen kann ich dir aber nicht geben. Die musst du dir woanders besorgen. Okay, also wir können hier... Jetzt will ich nur ganz kurz mal hier abspeichern. Wir sind ja eigentlich... Ich bin ja eigentlich kein Magier, so an sich, aber... Warum eigentlich nicht ein bisschen Magie lernen? So zusätzlich. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis erlaubt es dir, Spruchrollen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formel der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Spruchrollen herzustellen. Wie viel hat das jetzt gekostet? 5, gut, komm. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Tritt nun in den zweiten Kreis und lerne noch mächtigere Zauber zu wirken. Doch bedenke auch, dass du eine Verantwortung trägst. Nicht mir gegenüber, sondern Belia. Er zeigt dir die Richtung. Doch deine Taten formen den Weg. Okay. Unterweise mich. Das kostet halt ein bisschen, ne? Das hat sich dafür einen kleinen Punkt gekostet. Ich denke mal, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir die ersten beiden Kreise der Magie gelernt haben. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht so schlimm ist für euch. Wie gesagt, das mit Stärke und Geschicklichkeit wird im Nachhinein sowieso noch teurer. Und ich versuche mich ja dann ein bisschen mit den Tränken da hoch zu ballern, von dem wir schon ein paar besitzen. Und nicht verbrennen. Und ich überlege, ob wir vielleicht noch was mitnehmen sollten. Hier ist er von Spruchrollen. Unterweise mich. Das wäre nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich dachte eigentlich und kann gar nicht groß Magie lernen in der Modifikation. Ah ne, ich glaube, das war aber was Runen angeht. Ja, Runen sind natürlich besser als Schriftrollen, ne? Ich überlege mir gerade wirklich, weil eigentlich gehe ich ja gar nicht groß auf Mana, ob das uns was bringt. Auf der anderen Seite hat sich das jetzt überhaupt? Ne, hat sich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier, genau, die Kreise der Magie. Wir haben ja eigentlich auch ein paar Spruchrollen, können die notfalls auch kaufen. So ist es ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die erlernen sollten, damit wir die halt verfassen können. Ich weiß nicht, ob das uns groß was bringt. Und das Ruhen eigentlich eh nicht. Egal. Lass es erstmal dabei. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss mich konzentrieren, du Narr. Aber du bist ja in meinem Auftrag unterwegs, also... Beraris Arkantash. Okay, gut, jetzt sind wir wieder draußen.
Haben jetzt die ersten beiden Kreise der Magie erlernt. Wie gesagt, ob das viel bringt, weiß ich nicht. Ich habe es einfach mal getan. Die 10 Lernpunkte. Das ist auch erstmal egal. Und ich schaue erstmal, was es hier oben gibt. Wir wissen ja, wo der Feuermagier zu finden ist. Da waren wir ja schon mal drin, aus Versehen. Und ich wusste ja, dass er noch relevant wird. Oh, hier oben haben wir Gegner. Das ist ja schön. Da ist auch irgendwas an dem Baum. Na, aufpassen. So, hier alles zerlegt. Und das sieht hier oben aus, als wäre hier so ein paar, so ein bisschen Kräuterlager. Oder was ist hier? So ein kleiner Garten. Den pflücken wir doch direkt leer. Ich hoffe, dass wir das dürfen. Aber ich schätze mal nicht, dass wir hier irgendwas verkacken würden. Das glaube ich jetzt eher weniger. Ach, das sind ja sogar nur Feldrüben. Nicht mal ein Knöterich. Na egal. Gerade mal schauen, dass hier oben auch sonst nichts ist. Halt, was war das? Okay, Waldbären. Im Gebüsch. Im Gestrüpp, alles klar. Haben wir hier noch ein bisschen was? Sieht nicht so aus. Können wir eigentlich auch gleich wieder runter. Beziehungsweise, was ist das hier vorne? Ein Dolch und ein Blatt. Emilios Notiz. Aha. Wo ist denn das hier? Hey Emilio, verwende nur 10 Tropfen vor dem Schutzmittel, da das sonst fatale Folgen hat. Kontrolliere das Feld dann einmal täglich, ob auch alles passt. Melvin. Okay. So. Dann gehen wir hier runter. So. Einfach hier runter. Wieder und dann zu Kaio. Hier können wir runterspringen, das ist nicht tödlich. Und dann gehen wir erst zum... Okay. Das ist seltsam. Painos, ein Geist! Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin schon Filias. Was bist du dann? Vor kurzem noch war ich ein einfacher Witzel. Mein Name war Rowan. Ich diente dem Magier Kaio, der nun ein Gefangener der Korsaren ist. Kaio? Ich muss zu ihm und... Die Korsaren haben mich einfach abgestochen. Dabei hatte ich ihnen doch überhaupt nichts getan. Aber ich hatte anscheinend zu viel erfahren und musste wohl sterben, weil ihnen Sion den Auftrag dazu gegeben hat. Nun muss ich auf Erde landen, als Strafe dafür, was ich getan habe. Aber ich bereue es, Inos. Ich bereue es. Hörst du? Wie lange noch soll ich zu dir flehen? Wieso? Was hast du denn getan? Inos sei Dank. Ich werde schwächer. Inos scheint mich endlich zu erhören. Dann sag mir schnell noch, was du weißt, bevor es zu spät ist. Gut. Höre. Ich war feige. Ich war Sions Diener und habe ihm alles verraten. Das Blut. Ich versinke. Er hat es. Inos, ich komme. Was für ein Buch? Rede doch, schnell! Vernichte Sion, bevor er zu der Gruft her... Okay. Also wahrscheinlich lag der Kerl hier unten. Oder der liegt da unten, sprich, der wurde hier begraben. Also meine Theorie weiß zwar nicht, warum Novize irgendwie einen Stahlhelm dabei hat, aber das ist ja vollkommen egal. Da drin ist Kaio, der gute Kerl. Ach ja, genau. Höllenpilze. Nee, wir wurden nur beauftragt, hier Pilze zu sammeln. Du bist relativ unwichtig. Quatsch natürlich nicht. Allerdings werden wir erst in der nächsten Folge mit dir reden, Kaio.
Mit Gaffen ich jetzt noch ein paar Minütchen an. Ne, Quatsch, natürlich nicht. Ich schaue hier gerade nochmal. Also gut, der gefundene Zettel. Ich habe einen Zettel gefunden. Blablabla. Ich sollte diesen erstmal behalten und meine Mission im Auge haben. Vielleicht lerne ich diesen Emilio noch kennen. Genau. Wir gehen dann zu Emilio auch in der nächsten Folge. Vielleicht sogar als erstes. Na, wir werden schauen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.